Disregard. Auf YouTube kommt das nicht raus. Sage ich gleich. Da fangen wir hier an. Das Spiel will mir sagen, ich sollte das Spiel nicht spielen. Alright, ja, yeah, will do just fine, ja, ja. Hey! Wir haben nochmal die gleichen Fähnchen. Na, dann ist alles okay. Ich dachte, wir hätten jetzt die Fähnchen nicht mehr. Sag das doch gleich, Spiel, dann wäre ich jetzt nicht kurz so angefressen gewesen. Gleiche Fähnchen. Perfekt! So viele Fähnchen. So viele große Städte. Da ist noch eine Hunter's Cabin. Eigentlich hätte ich ja hier... Ich meine, eigentlich habe ich natürlich absichtlich verloren, weil ich mir schon gedacht habe, dass der sieht besser ist. Du bist leider schlechter. Eboe. The Deer Hunter. Eboe. Immer noch Namensgeber. 48 mit zwei Sternchen. Ferdinand. Das ist nicht mehr Ferdinand, sondern Lazarus. Jetzt können wir dich Too Late nennen. Und Adelmar the Chicken. Den müssen wir uns natürlich behalten. So, fuck this shit, ich gehe in Rente. Absolut! Nur die Direwolves wissen das leider, glaube ich, nicht zu schätzen. Die kennen die Regeln des Söldnertums nicht. Dass wenn man sagt Leo, dass es dann vorbei ist. Ein Refugee? Ich meine, wenn eh alle sterben, dann nehmen wir uns mal einen Refugee. Und ein Beggar. Wir kaufen uns billig totes Futter für vorne ein. Du bist ein Butcher. Den nehme ich mir sogar, ohne dass er unbedingt gleich sterben muss. Ist das eine Caravan Hand für 2,90? Die nehme ich mir auch. Und das wäre es jetzt. So circa mit dem, was ich hier haben möchte. Was bist du? Adventurous Noble um 4.650. Vielleicht ein bisschen über unserer Preisklasse momentan. Nicht schlecht. Oh. Das ist ziemlich nice. Sigurd. Nehmen wir es. Brauchbar nah habe ich. Gut nah. Wobei, nicht. Ich meine, gut ist wieder übertrieben. Aber wie gesagt, wenn alle sowieso gleich sterben, ist ja auch nicht so wichtig. Ist nicht wirklich gut. Ich meine, er hat schöne Sternchen, aber 48. Ist mehr so Opferterritorium hier. The Sloth. Okay, schauen wir, ob es mit Geld besser läuft. Skittles. Gelb. Und die sind jetzt eigentlich beide brauchbar nah. Ich meine, nicht wirklich, aber die Caravan Hand will ich halt für den... Schauen wir mal, für den Event behalten. Wobei es muss nicht unbedingt gerade die Caravan Hand sein. Anyways, besseres oder mehr können wir uns momentan eh nicht so gut leisten. Einer mehr wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht Speere, damit die Leute auch tatsächlich was treffen, aber Speere sind wieder so teuer. Für 70 wären wir los. Zu 68 für sowas. Ah, oh, das ist total... Ach mein Gott, wieso sind diese Speere alle so teuer? Habt ihr nicht irgendwelche Waffen? Der eine hat ein Messer, der andere hat einen Cleaver, ansonsten nein. Ich glaube, der Speer ist es wahrscheinlich wert. Nur damit wir vielleicht irgendwas treffen. Vielleicht gibt es irgendwo noch was Billigeres. Auch nicht wirklich billig, hä? Dachte ich mir doch, dass es hier ein paar Glätzchen gilt, die man noch einkleiden muss. Du kriegst mal ein Schild. Du kriegst mal ein Schild. Du kriegst mal das hier in die Hand gedrückt für einen Moment. Echt ein Buckler? Du kriegst mal die eine Axt. Was wäre das? Bitte nicht zu viel. 370 ist im Follow the Tracks in den 3 Grafen. Return Rare Coin Collection zu 3 Grafen. 370.
Das ist auch eher höheres Ende. Ich hätte gerne mal so ein 200 am Anfang gehabt. Gibt es noch irgendwen, den ich mir mitnehmen kann? Ich meine, 110 ist nicht so viel. Was gibt es? Entweder Peddler oder... Nehmen wir den Taylor von mir aus. Das ist eigentlich auch brauchbar. The Particular. Wilhelm. Okay. Vielleicht einfach nur ein Messer für dich? Mein einer hat schon nur ein Buttermesser. Es ist eh nicht gerade die bestausgerüstetste Truppe hier. Welcher Oscar? Hieß deiner Oscar? Oder verstehe ich gerade schon wieder einen Witz nicht? Oh, da hieß einer Oscar. Zu teuer für mich. So, das machen wir nicht. Geh mal weiter. Okay, das sind 7 Fucks. Der Punkt ist, der Boe sollte eigentlich ein bisschen abräumen können. Vor allem, wenn es auch noch Sumpf ist. Definitiv besser als deine fucking Moves. Ich glaube, wir bleiben einfach da stehen. Ich meine, da kann der ans Festland, aber ich glaube, die kommen eh relativ gerade auf mich zugelaufen. Und dann habe ich lieber so viele Chancen wie möglich, sie zu beschießen. Während sie in diesem Sumpf sich aufhalten. Warte einfach mal da. Warte einfach mal da. Ich frage mich, wo er jetzt hingeht. Ah, da ist noch einer mit einem Buckler. Ihn hätte ich eigentlich am liebsten gekillt. Aber der stellt sich jetzt hin oder hinten hin und aufs Festland, was beides deppert ist fürs Killen. Das ist nicht so gefährlich. Ich glaube, wir gehen als erstes auf dich. Trotzdem nur 36% Chance mit dem Besseren. Ich meine, so hat man eine 54. Dann machen wir es so. Nice. Immer schön Fokus feuern. Wahnsinn. Zwar nicht genau den getroffen, aber wenigstens irgendein. Bam. So soll es sein. Okay, jetzt treffen wir einfach alles. Na, das macht die Sache einfacher. Ich war ja von Anfang an dafür, dass wir es so machen. Dass wir einfach die ganze Zeit treffen. Aber die anderen fanden, das wäre keine gute Strategie. Ich glaube, ich warte mit dir auch noch. Okay, jetzt können wir nicht mehr warten. Ich glaube, ihr macht es dabei trotzdem einfach nichts. Wenn ich mal einen Schritt nach vorne gehe, weil im Sumpf kostet das ja einen Haufen Fatigue und noch einen Haufen Aktionspunkte. Sie also schauen einfach, ich meine, dir wird es nicht gut ergehen, aber das ist mir eh relativ egal. No offense. Da haben wir natürlich noch schlechtere Chancen. Ihr beschützt euch alle gegenseitig, das ist auch nervig. Dann kriegen wir am ehesten ihn. Holy mother of fucks, nice. Okay, du stirbst. Aber der Rest hat gute Chancen, da mit heiler Haut davon zu kommen. Who would have thought? Klatsch. Weißt du, du willst mich umgehen? Fuck off, mein Dude. Da wäre er. Einmal daneben gehaut. Good job by you. Wir müssen hier uns um diesen sich durchschummeln zu versuchenden kümmern. Okay, wir haben fast alles getroffen. Ich meine, dass er jetzt entkommt, ist ein bisschen tragisch. Schade. Wäre nett gewesen, da zu treffen.
Na, dann kannst du das nächste Mal angreifen, wenn ich mit dir dahin gehe. Ich könnte mit dir einfach dahin gehen, damit du meinen armen Fernkämpfer nicht auf die Eier gehen kannst. Knapp. Nicely done. Dir wird's auch eher schlecht gehen da oben, glaube ich. Gegen den Herrn mit der großen Stange. Ich meine, irgendwer müsste halt da treffen. Ich habe so Lust, dich zu killen. Können wir dich killen? What a sad story. Nice! Schade. Wäre der krönende Abschluss gewesen. Nice! Du machst den Schritt halt dahin. Fetzt da noch rein. Magst du nicht einfach laufen? Bäm, geköpft. Okay. Nice. Come on. Ich glaube an dich. Hey, Boe. 52%. Lobt man ihn zu viel, dann streikt er wieder. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Bäm! Lazarus! So macht man das. Nice. Nicht sehr viel Loot, aber zumindest den gescheiten Dolch und ich meine zumindest ein paar Waffen. Okay! Das ist doch schon viel besser. Also, ich meine, natürlich, das ist ja der Anfang der Kampagne. Es gibt keine Kampagne vor, wo wir von Direwölfen zu Tode gebissen wurden. Nein, nein, YouTube, das ist nie passiert. Du kriegst sogar eine Pickel, oder? Nennt man das. sieht man, wie viel händische Arbeit ich verrichte. Das ist ein, ich bin relativ überzeugt davon, dass es ein Pickel ist. Okay. Wir gehen zurück nach Dreigraven, als die großen Helden, die wir sind. Und dann schauen wir weiter. 370 Kronen bekomme ich. Sehr schön. Gibt doch gleich noch mehr Aufträge. Ist da eigentlich nicht mehr kaufen. 260 ist gar nicht so schlimm. Wobei, wir brauchen eher mal was zu essen. 65 ist jetzt nicht billig, aber... Es ist besser, als zu verhungern. Was ist der andere Einser hier? 350? Rollen some way to the east. Ich hasse die manchmal, aber es ist dafür auch ein bisschen Geld, das man verdienen kann, ohne dass man kämpfen muss. Was den Vorteil hat, dass man eher weniger stirbt. Some way to the east, also da hinten sollte es jetzt eigentlich sein. Mal einen Hügel finden, recht nett. Das ist technisch gesehen auch noch Osten. Oder was da? Wo sind die Lowlands? Lowlands, ich meine, das ist nicht hier, oder? Fair Range. Ich glaube, ich habe Lowlands noch nicht mehr gefunden. Also ich weiß noch nicht mal, wo das ist. We need allies again. Okay, finally. Wir haben die Lowlands und House of the Immortals gleichzeitig gefunden. Many Necrosaur. Holy fuck! Nope! Das ist ein extrem heftiges Nope. Many Necrosaurons. Jesus Christ, da kriege ich ja Flashbacks. Grund, vielen Dank. Es gibt es jetzt noch. Ich meine, ich brauche nicht unbedingt. 370? Aber the day to the southwest, das darüber denke ich nach. Was haben wir hier?
About 2 days to the west. Okay. Wiesendorf war das eine und das andere war Holnisland. Wiesendorf oder Holnisland? Einmal, zweimal. Und ist das hier ein Dreieck, das mich vielleicht interessieren würde? Zwei große Städte, eine Burg. Nicht so kacke. Ich würde auch gerne mal nach Neufahren vorbeischauen gehen. Ich würde es nicht unbedingt jetzt machen müssen. Ich glaube, wir gehen kurz. Wenn wir den Auftrag dafür bekommen, gehen wir vielleicht kurz nach Holnisland. Ja. Ich meine, ich würde natürlich lieber jetzt mal ein paar Einser-Aufträge bekommen, wo wir auch ihn das bekämpfen können. Aber vielleicht laufen wir irgendwelchen briganten Thugs über den Weg. Auf dem Weg hin. Können schon ruhig auf Speed 2. Können auch die Pestens hier bekämpfen. Aber dann mögen uns wieder alle nicht. Kennen wir ja schon. Nur wenn man sich bei den Bauern ein bisschen bedient, mag einem dann der ganze Pöbel nimmer. Da gibt's auch Trade Goods. Was mir gut gefällt, liebes Holnisland. Was hast du so anzubieten? Zwei Einer, das gefällt mir. Oh, wir haben nur leider nichts zu verkaufen. Ich meine, du bist sauteuer, logischerweise, weil du Ambush Trade Routes hast. Ich glaube, es ist aber noch nicht so weit, dass ich das unbedingt dir lassen wollen würde. Secure Tomb of First Man. Ja, das hört sich noch etwas an, was wir machen können. Ist nicht mal so weit weg, wunderbar, sind aber leider, glaube ich, Untote. So wie das aussieht und weil es eine Tomb ist, natürlich. Some Wiedergängers and Armored Wiedergänger. Sehr schön, solche Kämpfe muss man haben. Keine Necromancer. Solche Bösartigkeiten, gegen die man sich nicht wehren kann. Wir bleiben hier einfach stehen. Ich hätte bei euch auch schon die Runde beenden können, nur bei dem Fairkämpfer natürlich nicht. Du brauchst auch ein paar Level-Ups, ey. Weil ich meine, ihr trefft viel, aber eure Chancen sind eigentlich nicht besonders toll. Nice, Lita. Sieben Stück sind, das heißt, einer fehlt noch. Schaffen die vielleicht. Naja, aber ich glaube, sie kommen nicht so weit. Ja, wobei 1, 2, 3, 4. 4 Felder können sie eigentlich schon gehen. Might have been a mistake. Ich hätte sie jetzt nicht beenden sollen, die Runde. Bei den Nahkämpfern. Aber mal schauen, ob sie so zielstrebig sind. Nöp. Jetzt wollen wir sie natürlich nicht beenden gleich. Du kannst auch noch eine kleine Spearwall raushauen. Ich weiß nicht, ob euch eine Shieldwall jetzt unbedingt so wichtig ist. 49% Chance. Nice. Und wir sollten, glaube ich, eher da oben ein bisschen die Gegnerhorden verkleinern. Das scheint mir ein bisschen nordlastig zu sein hier. Nice. Schön gemacht. Sehr schön. Das ist der Armored Wiedergänger. Die Frage ist, ob man dem die Rüstung hat. Ja. Ah, ich habe. Hast du den Dolch? That's too stupid. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Mit einem Armored Wiedergänger. Du kannst eigentlich theoretisch dahin, damit wir den ein bisschen schneller tot kriegen. Weil es ging jetzt auch nicht so schnell hier. Willst du bitte drauf gehen? Pretty please? Pretty please?
Okay. Störrische Säcke. Alrighty. Das Einzige, was ich wirklich angreifen kann, ohne dass er im Weg ist, ist entweder das Vieh hier da oben. Oder dich. Come on. Come on! Nice. Die. Come on. Dankeschön. Das mit der Mistgabel wird noch schwierig. Ah. Ah! Hab ich ja gesagt. Man erlebt gleich nachher wieder. Aber Mistgabel Boy könnte halt schon ein bisschen. Dir wird's nicht gut gehen, ha? Sehr schön. Seppi ist auch tot. Oh, du hättest gerade dein eigenes Leben retten können, Junge. Oh well. Oh, Fatigue-Problem oder? Fatigue-Problem. Ein paar mehr Köche werden irgendwann auch nett. Das ist korrekt. Ja, vielleicht wäre es deswegen auch gut, mehr gezielter Schuss einzusetzen. Aber ich finde es meistens haben die zwei Schnellschüsse einen höheren erwarteten Schaden. Aber man braucht da doch zwei Pfeile dafür. Statt einem. Diese war schon wieder knapp, ey. Ja, und das tat jetzt wirklich. Das tat jetzt wirklich sehr weh. Wobei, ich meine, hätte mich auch angreifen können, wenn er eins nach vorne geht. Also, glaube ich nicht, dass das der große Unterschied war. Still! Das war nicht nett. Ein bisschen gefährlich, weil er natürlich ihn jetzt eigentlich angreifen kann. Aber wir ermorden ihn einfach zuerst und dann ist es kein Problem. Nice, du hast es sogar tatsächlich gemacht. Oh, Wahnsinn. Okay. Till braucht beinahe ist tot. Skittles Gabe ist nicht tot. Hat ein paar Stepped Guts. Bisschen Deep Abdominal Cut. Und dann die Permanent Injury ist traumatized. Oh no. Okay, Lazarus und Adelmar haben ein Level Up bekommen. Wir haben wenigstens den Speer immer noch und den Buckler. Das war halt wichtig. Plus 4 kommst du auf 52. Plus 2 hier. Das ist nicht besonders viel Resolve hier, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, da nehmen wir uns tatsächlich die 4. Skittles Gabe ist jetzt rot. It's a true story. Alma der Chicken kriegt auch seine Plus 4 hier. Plus 1. Mann, der Rest ist auch nicht viel besser. Also geben wir dir halt die Plus 1 hier. Recover. Und zurück nach Holnislang geht's. Und wir schauen mal gleich, was es so an Verstärkung dort anzubieten gibt. Welche Geschäftspartner sich uns aufdrängen. Oh, was war das? Nachtzehrer da oben. Das ist alles nicht so das Wahre. An Backgrounds. Ja, das ist ein weiteres Skittles hier. Oder Moment, 47 Resolve mit 3 Sternen drin. Actually, du bist möglicherweise unser Hauptmann. Das hat jetzt natürlich leider bedeutet, dass ich eigentlich noch mehr Shit brauche. Ein Schneider, es ist sowas von ein The Crap. Okay, brauchbar. Brauchbar nach. Schön, dass ihr die Sternchen richtig verteilt. Nicht allzu viele davon. Aber zumindest richtig verteilt. Helm hast du auch deinen eigenen mitgebracht? Sehr löblich. Äußerst löblich. Gibt's hier Mistgabel vielleicht? Für unseren Herrn Hauptmann? Keine Mistgabel.
Ich kaufe mir das kurz. Keine Mistgabel für unseren Herrn Hauptmann. Das ist äußerst, äußerst schlecht. Du kriegst übrigens hier mal noch ein bisschen mehr Munition. Für den Fall der Fälle. Ich habe ein bisschen Angst vor den Nachtsehern da oben. Wir könnten überall hinfahren. Großen Kogon, das ist alles relativ weit weg. Was ist das hier? 550 Kronen, das hört sich nach schon ein bisschen... Das hört sich alles ein bisschen schwieriger an. Okay, einer ist jetzt betrunken. Was ist das hier? 330 Kronen für Deliver Cargo in 3 Graphen about a day to the northeast by road. Ist es die Stadt, wo wir vorher gerade waren? Chillst du mal kurz hier. 3 Graphen. Ja. In 3 Graphen waren wir gerade vorher. Dann können wir doch Dinkelsmarkt gehen und dort vielleicht noch mehr Leute auftreiben. Ich meine, ich habe ein bisschen Lust, diese Nachtserie anzugreifen. Aber es bringt sich geldtechnisch nicht so viel. Das ist ja die falsche Entscheidung. Wir machen das und gehen. Sind wir kurz vorm Abend? Afternoon. Ja, das schafft man leider nicht. Rechtzeitig nach Dinkelsmark. Das ist ein bisschen tragisch. Ich glaube, wir ruhen uns aus. Neben Dinkelmarkt. Ich hoffe, das sind jetzt keine Alps. Indem ich immer das Gefühl, wenn man über Nacht in den Städten bleibt, dann hat man eine relativ okaye Chance auf einen Alp. Zwischenfall. Irgendwas brauchbar. Ihr habt auch nichts Brauchbares hier. Ich meine, ihr habt Billiges dafür, was auch schön was ist. Miller hat, glaube ich, ganz okay von zumindest der Fatigue her. Und ich meine, wenn ich mir billig hier ein paar Bettler holen kann als Skittles. Wir haben schon 11 Leute mittlerweile, holy shit. Upsi. Ja, es ist alles so meh. Ist auch noch ganz brauchbar, nicht gut. Bist du mit der Skittles? Du bist eher der Skittles, actually, als er. Also machen wir es anders. Wer bist du jetzt? Du bist brauchbar nah eigentlich. Dann nehmen wir dich doch mal brauchbar nah. Und dich nehmen wir Skittles. Mit kleinem K, bitte. Ey, kannst du nicht zu... Jesus! What the fuck? Wieso springt das dermaßen? Skittles. Nehmen wir dich rot. Statt dass der andere rot wird. So, das reicht für einen Moment. Gibt es denn eine Heugabe? Es gibt. Okay, dann nehmen wir das mal. Das ist relativ billiges Brot eigentlich. Righty. Schild 69. Ich glaube, ansonsten nehmen wir uns mehr Messer hier. Auch ein Schild. Wie schauen wir aus? Du. Okay, du kriegst ein Schild in die Hand gedrückt. Du kriegst ein Schild in die Hand gedrückt. Wobei, du brauchst wirklich das Schild eigentlich am allerwenigsten. Du kriegst das in die Hand gedrückt. Du kriegst noch die Mistgabel. Dann sind wir eh gut aufgestellt. Relativ. Also abgesehen davon, dass keiner Rüstung hat und unsere Waffen kacke sind. Aber ansonsten sind wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Moment! Ja, ich meine, wieso nicht? Was war es? Ein Poacher? Nein, a few. Ich glaube, ihr sollt jetzt trotzdem zu mir kommen. 9 ist ziemlich viel. Aber dann sind wahrscheinlich 2 Poacher. 3 Poacher. Ha!
Wir stehen aber ziemlich dope, muss ich sagen. Ich meine, nun glauben Sie jetzt wahrscheinlich, dass Sie Fernkampf Überlegenheit haben, was mich leicht nervt. Wir müssen denen nur die Deckung hier wegschießen. Shieldwall! Kommst du überhaupt? Ja, du kommst auch darüber. Bam! Shieldwall. Okay, come on. Es geht hier noch nicht ganz aus. Einer von euch muss noch weg. Come on! Headshot! Bam! Lazarus! Okay, du kannst keine Shieldwall machen. Jetzt kommt leider die Gegen. Ja, ja. Nicht gleich hier Hasso angreifen. Nice! Sympathisch. Shieldwall. Du bleibst einfach mal hier stehen. 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 Shieldwall. Warte mal kurz. Shieldwall. Warte mal kurz. Alright. Come on! Hey boy! Bam. Nicht sterben. Ich kann mit dir nicht weglaufen. Wir wollen auf die Flanke ausweichen. Das ist fein von da. Come on, mein Junge! Bam! Ich meine, wenn es läuft, dann läuft's, ja? 27% Chancen auch noch. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Man. Ich hätte gesagt, das ist Shield One. Ich sag's nur. I did tell you to do that. Ich stich bitte zurück. Dankeschön. Und du kannst einen Schritt hier hin machen. Und dann, excuse me. Bist du zwei oben? Du bist zwei oben. Oh, okay, dann kannst du leider hier gar nichts ausrichten. Ha! Du hast hier trotzdem keine gerade Linie, oder? Auf ihn. Nee. Das ist, wir gehen dahin. Hätten wir jetzt auch treffen können. Zeig ich nur. Nice. Okay, jetzt haben sie noch den einen da oben. Ich meine, Gott sei Dank für uns hatte keiner von ihnen einen Hunting Bow. Jetzt natürlich wäre es mir sehr recht, wenn einer von denen einen Hunting Bow hätte, damit ich ihn abnehmen kann. Das ist ein bisschen gefährlich für dich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schieß mal darüber. Von hier nicht mal wirklich irgendwas, also gehen wir mit dir mal hier rüber. Warte mal kurz, ich möchte mal sehen, ob ich dich dann vielleicht mit dem killen kann. Almost! Ja, gut, ich meine, solange er dann ihr beschäftigt ist mit weglaufen, kann er mich auch nicht mehr angreifen. Nicely done. Da hauen wir auch von oben runter, dann haben wir ein bisschen bessere Trefferchance. Hat in dem Fall jetzt leider eher weniger was genutzt. Ach schade, dessen Rüstung wäre eigentlich echt nett zu bekommen. Ah, oh, schade. Sogar den Buckler ist er mir neidig. Oh no. Das hat er jetzt leider recht gut gemacht da.
Okay, du da drüben wirst eh schon fliehen. Ich meine, du rennst wahrscheinlich jetzt auch weg. Da oben, oder? Nehme ich ja mal an. Das ist jetzt nicht, wenn ich dir da noch vorbeischicken soll. Damit du die Person dann wieder erschießen kannst. Nice, sehr schön. Dann können die schicken. Schauen wir, ob er da bleibt. Untouched momentan. Ich habe da nur leider niemanden mit dem Messer, oder? Weil das wäre echt nett gewesen. Wenn wir ihn kriegen. Er hat nämlich auch keine schlechte Rüstung. Hast du ein Messer dabei? Du hast sogar eins dabei. Gucken wir mal dahin. Wechseln kann ich glaube mit zwei Aktionspunkten nimmer. No. Jetzt wird er wahrscheinlich versuchen, da durchzulaufen. Ich würde gerne noch den Weg abschneiden, aber es wird wohl nicht ausgehen. Okay, er hat keinen Bock mehr. Alright. Dann werde ich ihn jetzt auch nicht weiter verfolgen. Und sie ist schon weg, die Rüstung. Dann ist jetzt auch egal. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Bogi auch von der Karte geflohen ist, was nicht mal zu lange dauern wird. Torismund und brauchbarer Skittlescape sind leider beide tot. Sad Story. Dafür ist Boem ein Level hochgekommen. Sigurd gut nah ebenfalls. Wilhelm brauchbar nah. Sehr schön. Aber bei Bo ist es natürlich am besten. Und wir haben zumindest eine 50er Rüstung abbekommen. Zu 40er Helmchen. Auch einige Waffen, dass wir zumindest keine mehr kaufen werden müssen. Also keine guten, aber halt, damit wir neue Rekruten mit irgendwas einmal ausrüsten können. Boe kriegt plus 4. Plus 3. Das ist alles schlecht. Will ich dir plus 4 Leben geben in dem Fall? Weil du hast es eigentlich dringend nötig, mehr Fatigue zu bekommen. Ich glaube, ich gebe dir mehr Fatigue. Ebenfalls bekommen. Gut, na. Das ist auch alles nicht super hier. Ich gebe dir mal die 4 Leben. Bist du nicht... Naja, vielleicht Kolossus. Ich glaube, ich gebe dir Kolossus, nur dass du mir nicht gleich abstirbst zu schnell. Brauchbar nah. Krieg plus 2 hier rein. Die plus 1 mache ich, glaube ich, nicht. Da gebe ich dir lieber die plus 4 hier und die plus 4. Und du kriegst auch noch Kolossus. Alright, und jetzt, du hast schon einen gescheiten Dolch. Achso, kann ich die auch noch. Du kriegst auch mal ein gescheites Schild. Und einen gescheiten Dolch. Und ihr kriegt brauchbare Waffen statt nur der Messer. Die Messer könnt ihr euch ja auch einstecken. Und ihr kriegt noch eine 50er Rüstung. Du bist dann wahrscheinlich du hier. Du kriegst auch ein 40er Helmchen. Du hast was für ein Helm? Ein 30er, kriegst auch noch ein 40er Helmchen. Du kriegst die Mütze dabei nochmal. Du kriegst mal auch eine Art von Helm zumindest. Und wenn noch eine schlechtere Rüstung als 25. Jupp, 5 zählt. Definitiv ist noch schlechter. Skittlescape ist jetzt tot. Yes. Es ist sehr traurig, aber Skittles Rot hält ja noch die Stange hier. The battle over, you look around at the destruction that wrought. Torismund braucht banais on his back, staring blankly at the skies with glazed eyes. Other brothers litter the battleground, they are ill-shaped, wrecked, fractured and fragmented and soon fermented. It's a collectively cruel end and now the flies are gathering. Decopulate on cold skin with shameless abandon and set about burrowing the next brood in the still warm gore. Skittles Rot walks up and asks what it is you wish to do with the bodies. Let us honor the dead. I spent 60 crowns. Niemand hat mir gesagt, dass die Ehre was kostet. Ich
Wenn wir einen negativen Modifier bekommen hätten, hätten wir es nicht gemacht. Hätten wir die Straße nicht hier durchmachen können. $330. ID. 172 noch, 246 für die. Momentan brauche ich noch nicht unbedingt mehr. Wie viel kaufst du? Prozent waren 12. 24 sind 20%, also nicht schlecht eigentlich. Er sollte eigentlich das Schwert bekommen. Wir können eigentlich unserem dritten Pogi auch noch einen Bogen geben, wenn wir wollen. Ich weiß noch nicht sicher, ob wir wollen. Ihr sollt ein Schwert bekommen. Weil ihr trefft eh schon alle nichts mit den Waffen, die ihr habt. Ja, du kriegst noch ein Schwert hier. Was war der Auftrag hier? Ja, Wiesendorf. Ich glaube, wir gehen lieber wieder runter dann. Das sah irgendwie vielversprechend aus. Hat sich irgendwas verändert, was mich in irgendeiner Weise interessiert? Was bist du? Historian? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen runter. Da gab es noch den Brigand-Auftrag in Holnisland und hier in Dinkelsmark gab es, glaube ich, 3 oder 4 Aufträge oder so. Und das würde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wir nutzen einmal die Nacht, um zu reisen. Das ist nett. Das ist ausnahmsweise mal effizient. Okay, genau. 3 Eins-Aufträge. Wollen wir schon wieder saufen? Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen zu früh. Sonst sind sie wieder alle nur betrunken und arbeiten nichts. Das ist einmal Bagger, zweimal Bagger. Du bist noch ein Redcatcher. Ich meine, wir haben eh schon 9 von 20. Ich brauche nicht unbedingt noch mehr Bros. Vor allem, wenn wir eh nur die 1er Skull machen. You look able, so I'm willing to pay quite a bit. You'll be paid 150 crowns is quite a bit. Okay, ich meine, das können wir am Schluss machen. Eine Karawane nach Holnisland. Except you'll find poachers retreat somewhere around the region of Direhold. Not far to the east. Not far to the east. Hört sich nach etwas an, was wir machen könnten. Dann follow the tracks near Dinkelsmark, return Crystal Skull to Dinkelsmark. Haben wir noch irgendwelche Verletzungen? In dem Fall gehen wir vielleicht zuerst entdecken. Ja, okay, und deine ist auch noch betrunken. Das heißt, wir gehen zuerst entdecken und dann machen wir die Spuren. Nope. Find Poachers Retreat, genau. I accept this contract. Not far to the east. Ah, shit, ist das jetzt in den Bergen hier? Das heißt, wir latschen dann doch wieder ewig in der Gegend rum. Wo ist Direhold? Das war's, oder? Direhold to the east, der Dino muss es dann also sein. Not far to the east. Bam, das war schnell. Sehst du schon, was drin ist? Some Wiedergängers, a few armored Wiedergängers. Das könnte man eigentlich voll machen. Machen wir vielleicht gleich. Machen wir zuerst noch die Spuren. Und vielleicht hole ich mir doch noch einen Bagger. Und die kosten ja nichts. Als warme Körper, die man auf den Gegner schmeißen kann. Reicht das ausnahmsweise? 3 Mainskill, warte mal. Könnte was werden? Ich meine, 38 ist unglaublich schlecht, aber Talents. Battle Brawl, ich vergesse, wie viel ist es. 4 bis 5, oder? Mit 3 Sternen in Ranged. 4 bis 5, ja. Also 4,5, also du kostest 83 quasi. 88, wenn man... Ich mein... Ist aber auch nicht mal so schlecht im Nahkampf eigentlich mit 56 und zumindest den Stern in Midi Defense. Ja, kein so schlechter Bagger. Ich meine, er hat auch nicht viel Fatigue. Ich weiß nicht, ob ich als Poacher jetzt wirklich damit das zu meinen Fernkämpfer machen will. Ich glaube nicht, aber ich finde es geil, dass er 3 Sterne hat. Braucht man da. It's okay. Also für den Anfang. Definitiv dafür, wie viel er gekostet hat. Einer von euch ist noch... Ja, du bist ein Skittles. Wieso ist Skittles dermaßen gut ausgerüstet, hey?
Wer war das denn bitte? Du bist hier das Opfer. Es tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber es ist so. Meine Axt darfst du natürlich trotzdem haben. Hut gibt scheinbar keinen mehr für dich. Ah doch! Natürlich, hier, bitte. Ein stylisches Kopftuch. Perfekt. Siehst du gut aus, wenn du stirbst. Das ist wichtig. Alright. Habe ich es jetzt schon eingenommen? Nein, oder? Nein. Follow the tracks. 70 und 290. Das soll doch nicht so schwer sein. Das ist manchmal. Sind das jetzt die Tracks oder werden die eigentlich. Oder ist das nur eine andere Company? Ich meine, dass sie nur auf der Straße gehen, sagt mir irgendwie, okay. Wenn sie jetzt da noch auf der Straße geblieben wäre, dann hätte ich mir langsam Sorgen gemacht. Weil die Diebes haben so an sich manchmal die gesicherten Straßen zu verlassen. Es gefällt mir nicht, dass es jetzt Nacht ist, aber ich meine, wir haben sie auch noch nicht eingeholt. Können wir es kurz Tag werden lassen? Nachdem du nur einen Poach hast und ich drei begnadete Bogies. Engage! Zählt das jetzt immer noch als Nacht? Das sieht irgendwie so aus, als würde es immer noch als Nacht zählen. So haben wir aber nicht gewettet. Okay, sein Bogie ist unten, das gefällt mir. Ja, wir gehen hier mal ein bisschen den High Ground holen. Warte mal kurz. Ja, kannst du gehen? Geh mal dahin. Okay, das war Gott sei Dank nicht sehr von Erfolg gekrönt für ihn. Du kannst hier keine Spearwall mehr machen. Ich würde trotzdem hier gerne ein bisschen das Ganze abschließen. Formationstechnisch. Mal dahin. Können wir bitte wieder auf die andere Ansicht? Kannst du noch dahin? Bleiben wir mal da kurz. Ich meine, du wirst dann vielleicht ausflankiert. Das bist du brauchbar nah. Bist du noch dahin? Du kannst, ich kann auch einfach dahin und anfangen, auf Leute zu schießen. Was vielleicht eine bessere Idee ist. Bevor ich jetzt alle Aktionspunkte fürs Bewegen verschwende. Wenn sie praktisch schon upon us sind. Ich meine, der Bogie sollte ja eigentlich bald genug anderwertig beschäftigt sein. War das ein Headshot? Vielleicht haben wir die Rüstung bekommen. Ich habe mir kurz gedacht, das ist eigentlich deppert, dass ich auf ihn schieße, weil ich dann gesehen habe, dass er ihm das Gambeson hat, aber jetzt könnte man sie so oder so bekommen haben. Er hat auch keine schlechte. Aber ich scheiße mich gerade noch zu sehr an und sie sind so gut sind sie auch wieder nicht, die Rüstung, dass ich deswegen jetzt unbedingt unglaublich Risiken eingehen müsste. Sehr schöne Ball. Großer Fan. Ich meine, das ist, was ist denn, eine 50er? 55er, glaube ich. Könnte sich schon lohnen, dafür die Messer rauszuholen. Versuchen wir die anderen relativ schnell ins Jenseits zu befördern. Ich hätte
mich gar nicht bewegen sollen. Ich hätte nur das Messer dabei rausnehmen sollen. Nice. Sich noch ein bisschen nach vorne bewegen. Du wartest mal, was er macht. Jetzt will ich nicht auf dich schießen eigentlich, aber auf dich kann ich auch nicht schießen, weil du im Weg bist. Warte mal. Schön ausgewichen. Okay, wunderbar. Nein! Ah, natürlich hätte ich ihn. Ach, ich bin so deppert. Ich habe nicht gesehen, dass wir dermaßen. Ich hatte irgendwie nicht im Kopf, dass wir dermaßen vorne sind, dass sie dann schon anfangen werden zu laufen, aber logischerweise läuft er. Makes sense. Vielleicht bin ich das nächste Mal vorher dran. Theoretisch wäre ich ja dieses Mal vor ihm dran gewesen. Ich habe nur gewartet. Jetzt nicht weit genug. Ah, ich glaube, ich komme mit keinem Mann ran. Na, doch mit dir, oder? Totally. Das heißt, jetzt hast du wahrscheinlich aufzulaufen. Weil du bist ja noch nicht am Fliehen. Das heißt, du machst dir auch noch nicht selber deine schöne Rüstung kaputt. Du bist der, dem es nicht so gut geht. Alles klärchen. Wie war das mit so gut ist die Rüstung nicht, dass du irgendwelche Risiken eingehen musst, die zu groß sind? Das habe ich vor 2 Minuten gesagt. Okay, das gilt nicht mehr. Das hat natürlich noch keiner von meinen Guys Rotation. Das heißt, ihn hier rauszubekommen ist faktisch unmöglich. Wir müssen vorher drankommen. Okay. Wir haben 2 Chancen, ihn zum Fliehen zu bringen. Kannst du da noch irgendwie rein? Für noch einen Check. Okay, guck mal. 2 Chancen, ihn zum Fliehen zu bringen oder zu killen. Alright. Das ist nice. Yep, beide bekommen. Sehr schön. Okay. Okay. Naja, Spiel. Schon mal was von der I-Taste gehört für Inventar. 65 hier. Hey! Preplay TV! War das vorher schon? Das habe ich nicht gesehen mit dem Raid. Da kommen sie wieder, die wahren Siege. Ich meine, das ist einfach mein normaler Modus operandi hier. Kurzzeitig ausgesetzt. Oder auch nicht. Vielleicht war das ja alles nur feindliche Propaganda, die jetzt in meinem Chat geschrieben wurde. YouTube. Sind alle genau gleich schlecht. Das macht mich etwas traurig. Wir haben allerdings noch einen Speer. Das macht mich gar nicht traurig. Dann trifft Skittles ein bisschen mehr. Ich glaube, wir werden alle mal den Chicken auch mal hier ausrüsten mit einem Köcher. Und ich glaube, Lazarus hat sich mittlerweile auch schon einen zweiten Köcher verdient. Gratuliere, Lazarus. Okay, doch ein ganz nettes Trübchen. Zurück geht's nach Dinkelsmark. Und dann schauen wir uns, glaube ich, da drüben Poacher's Retreat an. Aus der Nähe. Kronen. Nochmal kurz reingeschaut, ob vielleicht da warte, sind da jetzt nicht ein paar neue dabei? Hey, da sind Butcher. Eine Butcher! Talisman um 710 würde mich auch schon fast interessieren. Einmal eine Militia Backer und der Typ hat auch noch geile Rüstung. Das ist eigentlich ein Schnäppchen hier für 710. Ja, aber jetzt nicht faul werden beim nächsten Mal, gell? So wie ihr euch da gegenseitig auf den Rücken klopft. Okay, ein bisschen Verteidigung. Ich meine, es ist besser als die anderen, die wir bisher haben. Brauchbar, na? Der gute Militia-Man. Und, ganz wunderbar ausgerüstet. Ganz wunderbar ausgerüstet, der gute Mann. Du bist brauchbar, na?
nicht viele Opfer. Also Skittles meine ich. Was nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem sterben werden. Da kann man der Putze mal sagen, worum es hier eigentlich geht. Wir bauen eine florierende Söldnerkompanie auf. Machen Aufträge, kriegen besseres Gear, leveln unsere Bro aus. Besiegen stärkere Gegner, leveln noch mehr auf, kriegen noch mehr Geld, kriegen noch besseres Gear. Irgendwann gibt es dann ein paar Krisen, wo schlimme Dinge passieren. Wo wir dann kämpfen gehen, Geld dafür bekommen, unsere Bros aufleveln. Besseres Gear bekommen. Und dann gibt es noch so ein paar Endgame-Content, so ein paar Camps, wo ich aber noch nie war. Wo ganz, ganz schreckliche Gegner lauern, wo man am besten hinkommt mit sehr, sehr aufgelevelten Bros, mit sehr, sehr gutem Gear. Das ist so ziemlich alles. Und Taktikkämpfe. Ich weiß, also bei mir sieht es vielleicht eher so aus wie nur Kämpfe, aber eigentlich sind es Taktikkämpfe dazwischen. Das müssen wir ausfechten. Darauf trinken wir, ja. Mehr saufen. Nein, das machen wir nachher gleich. Zuerst kümmern wir uns noch um dieses eine Lager. Hier. Das waren die Wiedergänger, gell? Some Wiedergängers, a few armed Wiedergängers. Sounds dope! Wir warten einfach auf sie. Diesmal habe ich tatsächlich nur mit den Fernkämpfern gewartet. Wie man sieht, ich lerne dazu. Das ist der Armut-Wiedergänger. Wie sind alle Armut da? Vielleicht habe ich die unterschätzt, nicht überschätzt. Ich würde auch gerne mal ihn und meinen Bogis bessere Bogen verpassen. Wiedergänger und Untote sind verschiedene Klassen? Nein. Wiedergänger sind eine Art von Untoten. Es gibt dann noch die Skelette, also die Ancient Auxiliaries und die Ancient Legionaries und so weiter. Nachteile sind, glaube ich, technisch gesehen keine Untoten oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht ist es auch Schwachsinn. Ja, wir warten wieder, damit sie ein bisschen näher kommen, damit wir sie besser treffen können. Sind schon ganz ordentlich Leute da. Wieso mache ich keine Spearwall? Mein Gott. Das hast du wenigstens gemacht. Ah, das ist momentan nur ein Buckler? Ich glaube, ich dachte, das wäre ein Schild. Wieder warten. Oh, du kriegst noch eine Chance, doch noch eine Spearwall zu machen. Sehr sympathisch. Na, geil. Nicely done. Beschießen wir zuerst die ohne Rüstung, weil die tendenziell schneller sterben und dann am Schluss können wir uns um die mit Rüstung kümmern. Er hat leider auch noch dazu ein Speer, das bedeutet, er trifft besser. Du hast sogar Kettenrüstung. Aber da können wir wenigstens den Helm bekommen und ich dich vielleicht einfach trotzdem so. Okay, oder wir hauen zuerst den Helm kaputt, weil wir unnötige Headshots verteilen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das wollte ich auch gerade eingehen. Will ich einen von euch niedermessern? Vielleicht dich? Und scratched ist sie schon. Aber scratched ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen hier ein bisschen mal dafür sorgen, dass nicht nur zwei Leute am Kampf auch teilnehmen. Ich meine,
Bei dir jetzt nicht. Ja. Ist da niemand? Ist niemand aufgestanden gerade? Interesting. Überrascht mich etwas. Wie geht's dir? Ah, die sind schon halb kaputt. Und er hat einen Speer. Ein Speer. Das muss man was so sagen, wie es ist. Er hat einen Speer. Ich könnte versuchen, dich anfangen zu messen. Ja, so, nein. Ich anfange zu messen. Nicht, wenn ich kein Messer habe. Ne? Was ist da mit dem Necromancer? Was genau meinst du, was ist da mit dem Necromancer? Der kommt halt meistens mit Wiedergängern und belebt die wieder. Ich weiß nicht, ob er selber also Untoter zählt oder nicht. Ich glaube ehrlich gesagt schon, aber ich weiß es nicht sicher und ich sehe auch nicht wirklich, wieso es Sinn machen würde. Sag mal, Leute, jetzt ist gerade wieder, hey, heute treffen wir doch nichts Tag, oder was? Drängt sich an! Na ja, genau, sowas passiert dann. Nein, jetzt kommt die wieder zurück. Campt mir ja schon alles. Hör jetzt mal auf, immer den blöden Helm zu treffen. Eieiei. Schon wieder nur den Helm. Ja, weil schon sowas von tot, wenn ihr nicht deppert zuerst den Helm kaputt schlägt, bevor wir ihn killen. Damit er ihn auch ja nicht droppt. Eieiei. Das ist ja nix. Hast du eigentlich ein Messer? Hat irgendwer hier ein Messer? Nicht wieder. Jetzt kann ich dich nicht so gut beschießen. Muss ich den beschießen? Jetzt ist er tot, nur wegen dir. Ich glaube, du hast wenigstens noch ein Messer. Hast du theoretisch ein Messer? Ich meine, ich kann mich nicht neben ihn stellen, weil die können nicht laufen, weil Untote keine Moral haben, die Säcke. Okay. Ihr habt sogar alle Messer. Look at you go. Du hast wahrscheinlich keins, oder? Ich hab dir keins gegeben. Nöp, in der Tat. Hättest du theoretisch gesehen ein Messer? Wer hättest theoretisch gesehen ein Messer? Du hast auch eins. Du hast sogar eins, mit dem man ordentlich Schaden machen kann. Da-dam-bam-ba-dam. Und frohes Stechen. Du mit dem besten Messer musst dann gleich wieder daneben hauen. Das haben wir gern. Schön geblockt. Ach, shit. Stimmt, ich hab vergessen. Wenn wir jetzt ewig brauchen, um den runter zu messen, dann kommen wir die aber schon wieder neu. Eieiei. Hättest du ein Messer? Du hast ein Messer. Sehr schön. Er hat noch keinen zweiten Köcher bekommen, der Arme. Weniger nice. Okay. Macht natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn er auch nicht trifft. Du kannst auch noch da oben versuchen, für Ordnung zu sorgen. Ey, damit wir. Sind wir das nächste Mal zuerst dran?
Nice. Okay, du nochmal, Niki. Niki! Wir sehen nichts machen. Ein Schritt zu viel. Beißt er einfach. Sauerei. Okay, wir haben ihm genug Zeit gelassen, I guess. Umso erschlecken. Brauch banal ist nicht tot, was hast du? Minus 30% Hitpoints. Vielleicht mehr so das Skittles. Aber wir haben die Rüstung, zumindest. Und wir haben eine Dreier-Axt. Oder ist es Tier 3? Nein, Tier 2, sorry. Nicht Tier 3. Mit Tier 2-Axt meine ich. Meine Frage war eh, ob er die unendlich... Was genau meinst du, ob er unendlich wiederholen kann? Der Necromancer, das sie wiederbeleben? Ja. Ohne Necromancer passiert es nur einmal. Und dann sind sie ganz tot. Also stehen sie nur einmal wieder auf. Ihr kriegt jetzt alle mal Balance statt Cover. Skittles Rot plus 3 plus 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Resolve, ey? Plus 3 plus 3. Ach, das ist auch ein Kack-Resolve. Das ist halt dermaßen Kack-Resolve. Colossus. Wunderbar, ein Haufen. Das bringt nicht so viel. Du hast auch wirklich ein bisschen geschissen im Resolve. Kriegst jetzt mal Gifted noch hinterhergeschmissen für eine weitere plus 4 hier. Dann solltest du gleich mal noch ein bisschen mehr treffen. Die plus 3 hier nehmen wir natürlich auch mit. Und ich meine, du brauchst nicht so viel Resolve als Bogi, aber ein bisschen mehr als der Dreck wäre vielleicht schon nett. Adelmar the Chicken. Kommt ebenfalls noch hier. Okay. Ich meine, sie nicht mehr auszuhalten. Nochmal plus 4, plus 3. Dann gebe ich dir jetzt lieber die plus 4 Fatigue noch. Der gute Hauptmann bekommt plus 5 in Resolve. Und ich würde dir auch noch gerne die plus 3 geben. Aber irgendwann sollte ich dir auch Fatigue geben. Recover. Heidi. Und dann gehen wir nach Dinkelsmark. Servus, Sibon. Schönen Abend. Wir werden auch nicht mehr allzu lange machen hier. Nur als Vorwarnung. Nicht, dass jetzt der Boe dran schuld wäre. Selbstverständlich nicht, wie nie. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal noch rüber nach, Holnisland, holen uns ein paar Tools hoffentlich, schauen noch so, was es gibt in Sachen Aufträgen und dann vielleicht gehen wir noch die einen Briganten killen. No well supplied. Oh, was gibt's jetzt hier? Einen Haufen Bogis oder wie? Haufen verschiedenes Zeug. So viele Leute, einen Poacher, der mich aber eher weniger interessiert. Rupert. Not for now, my friend. Not for now. Oh. Relativ billig könnten wir so stehen. Mal gucken, aber jetzt lass uns mal hier kurz reinschauen. Weil wir haben da ein bisschen Zeug. Das verteilt werden will. Bis 56 brauchbar nah, 57 mit einem Sternchen drin. Gehen wir dir mal das hin. Und wer kriegt jetzt die Dreier-Axt? Ich guess, du kriegst die Dreier-Axt, du kriegst auch noch ein Buttermesser. Nicht, dass ich nachher dann wieder kein Buttermesser habe. Du hast einen Buckler, gell? Momentan, das gefällt mir nicht auch immer weniger. Kannst du mal den Buckler ausfassen. Und schauen wir mal, um wie viel du kaufst hier.
Nicht mehr ganz so viel wie vorher. Ich muss es noch nicht unbedingt jetzt verkaufen. War das das mit den... Ja, Draft of the Brigands. Weil 550 schon nicht wenig ist. Vielleicht machen wir den nächstes Mal. Weil es dauert mir jetzt, glaube ich, zu lange, das jetzt noch zu machen. Dann darfst du nicht vergessen, obwohl das natürlich ein Iron Man Safe ist. Wann machen wir den nächsten Stream? Eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube, wir werden das nächste Mal am Mittwoch streamen. Mittwochabend. Ich werde es wie immer ankündigen auf dem YouTube-Channel. Wenn da nichts rauskommt, dann ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen gekommen. Aber normalerweise ist es Montagabend, Mittwochabend und Samstagnachmittag. Das heißt, das nächste von jetzt aus gesehen wäre Mittwochabend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich sehe ein paar von euch wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Habt einen schönen Abend. Servus.